Operation Lauernde Furcht. Chris Redfield hat als hochrangiges Mitglied... Oh ja, ich darf nicht zu Ende lesen. Geil! Mann! Ist alles bereit? Können wir anfangen? Oh nee, Alter, nicht der, ey. Du Kackbratze! Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Was? Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein. Ethan Winters ist in Sicherheit. Woo! Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Oh ja, ist er. Aber richtig, Mann. Von oben bis unten. Okay, bin im Bergwerk. Alles klar. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? 3 unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich da vorn. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. So, warte mal. Also, erstmal herzlich willkommen zu Not a Hero, dem kostenlosen DLC zu Resident Evil 7, meine Damen und Herren. Es ist länger her. Ich glaube, Anfang des Jahres war es soweit. Haben wir Resident Evil 7 gespielt, haben es durchgespielt mit der Kacke-Oma, mit der Rollstuhl-Oma, mit dem Baker-Jigsaw-Dingbums und allem drum und dran. Und ja, das hier spielt nach dem Ende der Vollversion, also der Hauptstory. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut da bitte zuerst rein. Oder es ist, interessiert euch ein Scheiß und guckt einfach so. Also jeder muss es selber wissen, ne? Und danach gibt es noch eine andere Story, ja, dazu später mehr. Jetzt sind wir erstmal hier bei Not a Hero, wir spielen Chris Redfield und ja, wie gesagt, nach allem, was passiert ist, sind wir jetzt hier und müssen den Lucas Baker, das Arschloch in Person, das, wo wir ja auch die Minispiele mitgemacht haben, diese Saw-Spiele und sowas, müssen wir jetzt finden und gefangen nehmen oder töten. Ich weiß nicht, ich würde ihn am liebsten umbringen, aber ich denke, da wird uns die Oma dann hindern. Aber jetzt meine Frage zuallererst, erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt, ich hoffe, euch geht's gut. Meine Frage zuallererst, warum? Guck mal, die sagte gerade, da sind jetzt 3 unserer besten Leute draufgegangen. So, warum gehen die denn immer alle eine nach dem anderen da rein? Warum nicht zusammen? Warum ist der Chris jetzt alleine da? Spiel. Manchmal, ne? Macht das nicht so Sinn. So, und deswegen würde ich sagen, legen wir los. Wir sind Chris Redfield, Terminator, wie man sehen kann, an unserem Overlay. Ja, wir gucken einfach mal. Es ist ungewohnt, hier wieder rumzulaufen, aber ich freue mich riesig. Und jetzt mal vorsichtig. Wir spielen das Ganze lustig durch. Ich kann das. Horizon Squad ist mit mir. Ich gehe wieder. Nee. Alles klar. Okay, Jungs und Mädels. Soll nicht allzu lang gehen. 1,5 Stunden ungefähr. Ich bin gespannt. Ob wir Lucas jemals fangen können. Ich weiß nicht. Wem hat er da überhaupt telefoniert? War das mit uns? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Hallo? Sawman? Lucas? Oh, nö. Nicht wieder die Dünnschiss-Dinger, Alter. Ich hab sie so vermisst nicht. So. Sie können Gegner erschlagen, wenn diese taumeln. Ja, ich bin auch gelernter Boxer. Das weiß ich. Spiel, danke. Okay, wir müssen aufpassen. Oh, lol. Ja. Triffst wieder gut, Kevin. Das ist wieder PUBG-Aim. Warte mal, wir gucken mal natürlich in die Ecke. Wir brauchen nämlich Munition. Wir haben 3 jetzt noch geladen. 25 auf Reserve, jetzt 19. Deswegen müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen hier, weil diese Dünnschiss-Dinger. Ah! Oh mein Gott! Ich hasse dich! Oh ne, nicht die mit der Kralle.
Alter, hört auf damit. Hört auf, hier runter zu droppen und einfach ausgeschissen zu werden. Guck mal, das kann gar nicht sein. Du kannst hier gar... Ach ja, das waren ja diese Dreckhaufen. Erinnert mich jetzt ein bisschen so an Stranger Things, wenn man so nachdenkt, ne? Lustig eigentlich. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Das weiß ich doch auch nicht. Sie analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamyzet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Oh, das wäre süß. Typ E-Mutamyzet, also das habe ich letztens mal auch in die Schüssel geballert. Ne, mal gucken. Lukas, wir sind der Pizzadienst. Guck mal, ob hier Muni drin ist. Nö. Also hier ist eindeutig keine Munition. Hätten wir das auch aufgeklärt. Wer ist da? Pan? Ich habe keinen Käsekuchen. Geh! Okay, das kennen wir noch. Hoffentlich, also so... Wenn ihr die Hauptstory mit mir gespielt habt, dann kennt ihr das hier noch, ja. Oder sonst wo. Dann kennt... Hallo? Ah, hier hat er telefoniert, ne? Oh ne, da hat schon wieder jemand in die Ecke gekackt, ey. Mann, ich warte nur auf den Moment, wo die Oma einfach hier so an der Decke hängt mit dem Rollstuhl. Kopfüber. Lebt die eigentlich noch? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Hallo? Lol. Kann ich speichern? Ich komme gleich zu dir, aber ich wollte erst speichern. Ich kann nicht speichern. Ich gehe erstmal hier an den PC. Nee. Okay, was geht? Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Oh nein. Wir kommen beide hier raus. Ich habe Neuigkeiten. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Lukas, Junge. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Stopp! Ups. Alter, du... Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Ei, ei, ei. Alter, nein. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ ja, ach was. Der ja, wunderbar. Automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Fuck, Alter. What the fuck, Mann? Ich will... Wohin? Der Tank geht leer. Schnell, schnell, schnell. Raus, raus, raus. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Ja! Alter. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück. Holy shit, ey. Die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Du dreckiger Pisser, Mann. Sei vorsichtig. Ja, wir sind vorsichtig, aber wir werden den sowas von in den Arsch treten, Alter. Dieser scheiß Lukas, Mann. Warum sind eigentlich alle verfault, außer der bisher? Jetzt ganz normal. Lukas, komm jetzt zurück hier. Oh mein Gott. Tschüss. Oh Gott, was ist denn das hier? Oh! Komm her. Ich hab nicht ewig Zeit, Mann. Ich höre da noch was laufen. Oh Gott. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Ja, ich bin noch dabei. Komm, fahr mich hoch. Los. Nein, nicht runter. Nicht runter. Chris, wir haben jetzt die von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Ja, schön. Der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Ach, Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, das es stimmt. Muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Ja, sicher. Okay. Klar, wie du meinst. Eine schöne Tasse Kaffee oder Tee und einen Kuchen und dann können wir mal plaudern, ne? Alter, wo sind wir? Warum muss es eigentlich immer nach unten gehen? Es geht immer tiefer nach unten. Das finde ich scheiße, Leute.
Warum kann es nicht mal ein Horrorspiel geben, wo es dann irgendwie nach oben fährt und dann so, hey, ja, cool, Regenbogen. Aber gut, das wäre dann vermutlich kein Horrorspiel. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, rotes oder grünes Tor. Schreib's doch mal in die Kommentare. Nein, Quatsch. Ja, ernsthaft jetzt, oder was? Und das können wir... Da können wir uns jetzt wirklich entscheiden? Warte mal. What the fuck? What the fuck? Sag mal, Lukas, sag mal, bist du bescheuert? Ja, den sollen wir bestimmt drücken, ne? Warte mal, was passiert denn, wenn... Oh, lol. Speichern! Ja! Ja! Das ist, das ist der schönste Moment in dem ganzen Spiel immer. Speichern. Einfach speichern. Was haben wir hier? Lol. Lol. haben wir die Waffe dabei? Verteidigungsmünze. Die nehmen wir mal mit. Die kennen wir ja noch. Ach, wie geil. Wir haben sogar Granaten, Mann. Ja, Mann, aber wir haben nicht viel Muni. Okay, wir versuchen erstmal mit Pistole. Wenn es nicht anders geht, dann gucken wir halt. Okay. Ich glaube, wir müssen jeden Weg mindestens einmal gehen. Was haben die denn hier vor, Alter? Was haben die denn hier gemacht, bitte? Ich dachte, das wäre einfach so ein schönes Farmhäuschen. Wo halt irgendwelche Leute leben, die sich gegenseitig auffressen. Aber das ist doch völlig normal. Okay, da gehe ich nicht lang. Ich habe ein bisschen Angst, was passiert, wenn man den drückt. Aber wir müssen... Was? Brauchen wir jetzt einen Schlüssel dafür, oder was? Einsatzbesprechung, Dokument. Das können wir mal eben lesen, eigentlich. Warte mal, wie geht das denn nochmal? Oh, hier ist eine Map. Lukas, ergreifen die drei vermissten Soldaten finden. Ja, die vermissten Soldaten... Hört auf, euch zu bewegen. Hört auf! Ich sag euch, wenn hier gleich irgendjemand runterspringt, ne? Dann ist nicht lustig, Leute. So, warte mal. Zack. Für viele von ihnen ist dies ihre erste Mission bei uns. Darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Ja, ja, natürlich. Obwohl viele unserer Mitarbeiter von den berüchtigten Pharma-Riesen Umbrella stammen, ist unser Ziel, die Untaten wieder gut zu machen. Mhm. Die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Wunderschön. Wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche Vorhaben unterstützen. Wir haben missgebaut und wir werden ihn wieder aufräumen. Und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. Alles klar. Hab ich so verstanden. Wunderschöner Zettel. So, was haben wir hier? Das ist Einsatzbesprechung. Aha. Das ist ja toll. So. Missionsziel. Operation Lauernde Furcht. Missionsziel. Extrahieren Sie Lucas Baker, Ort Dalvey, Louisiana, USA. Baker anwesend. Gefahrenprofil. Was? Molded Alpha-Variante. Andere Antipersonen fallen teilweise tödlich. Achso, das ist ja schön. Hinweise. Aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSAA als Biowaffenspezialist an Missionen teilnehmen. Neueste Info zum Einsatzort. Neueste Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Ja, das ist ja toll. Profil Lucas Baker, mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation, die Connections-Rolle nicht bestätigt. Hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation. Profil, die Connections, kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über Größe, Marktanteile und Mitglieder. Sie sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion und Distribution der E-Serie Biowaffe. Das Modell Evelyn, kennen wir ja noch, der E-Serie, ist im Baker-Anwesen präsent und aktiv. Lucas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Bericht zu erstatten. Ja gut, ist sie immer noch aktiv? Ich glaube nicht, oder? Gut, wir haben jetzt hier, was auf der Schnellauswahl? Ich würde eigentlich ganz gerne, was ist das? Arzneispritze und das auch. So, kann man das nicht irgendwie zuweisen? Wie ging das denn nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Da oben. Ich Holzkopf. Kevin, du Vollidiot. So, okay, wir haben jetzt hier auf der 3 haben wir,
Okay. Dann nicht. Geht anscheinend doch nicht. Habe ich dann auch verstanden. Alles klar, wir gehen mal los, ne? Ich würde mal sagen, wir nehmen den dunkelsten Gang zuerst. Hallo. Und es ist ein niegelnagelneues Auto. Oh, fuck. Nachtsicht. Oh Gott, lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Doch nicht die dunkle Ecke zuerst. Ich meine, Alter, wir sind fucking Chris Redfield. Wir können doch da wohl durchlaufen. Also bitte, Leute. Okay, wir brauchen ein Nachtsichtgerät. Hallo? Lucas? Du wartest bestimmt im ersten Tunnel auf uns und dann sind wir fertig. Oh, schöne Tür. Oh. 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 Ach, jetzt haben wir ja so ein Bombending am Arm, Alter. Jetzt sind wir wieder in so einem dreckigen Saw-Spiel, Mann. Es kann doch nicht angehen. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh nein. Wobei ich sagen muss, dass ich halt diese Minigames schon ziemlich geil fand. So diese Mindgames, diese Rätsel und so. Schon sehr sexy gemacht eigentlich. So, ist hier jetzt der Lucas oder was? Da brauchen wir einen Schlüssel. Alles klar. Gut, das macht Sinn. Oh, Leute. Scheiße. Ich habe nichts gesehen. Hocheffizienter Filter voll. Ach du Kacke. Ciao. Ja, 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 ich bin raus. Alter. What the fuck, Mann? Warum muss der auch hier überall seine Furzwolken hinterlassen, Alter? Das kann doch nicht sein, ey. Okay, das war auch noch der falsche Tunnel. Wir bauen ja erst einen richtigen Filter. Alter, das gibt's doch nicht. Haben wir jetzt irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, oder? Also das ist hier jetzt noch der einzige Tunnel, wo wir jetzt noch durchgehen können. Rot. Ist das nicht schön? Ist das Salz oder was? Ich gucke immer an die Decke, ob hier irgendwelche Kackhaufen sind. Aber bisher noch alles in Ordnung. Leute. Ist jemand da? Ja, hier. Noch am Leben da drin? Nee. Redfield? Ja, Mann. Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Alter, das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Das ist voll Zorn, Mann. Och, nö. Es geht wahrscheinlich wieder weiter runter, ne? Oh! Oh! Wahnsinn! Wir fahren mal hoch, Leute. Ich glaube, das Spiel hat mich erhört. Okay, da raucht irgendwas. Muss eine Shisha sein. Oh. Hallo. Da hat gerade was geflackert. Ich habe es genau gesehen. Da hat gerade was geflackert. Keys. Oder Key. Oh lol, Leute, wo sind wir hier wieder drin, ey? Ey, solange die nicht hinter mir sind, ist alles in Ordnung. Oh Gott. Ich will nicht so viel Munition verschwenden wie sonst immer. Bitte bleibt einfach weg. Oh, ah! Geh! Geht einfach! Alter. Was zum Fick, Mann. Ich hasse euch! Ich hasse euch! Ohne Scheiß! Ihr Kackehäufchen, ey! Was war das? Ich hab Granaten, Leute! Ich kann mich wehren!
Ja. You're going to fail and then you are going to die. And Lucas Baker, right now he's our only link to the connections. He's next on my list. We didn't get much from the first unit before we lost contact.